Hi meine Lieben, ja, ich habe schon wieder einen Primark-Haul für euch und eigentlich hatte ich vor, echt wenig zu kaufen, also nicht so viel, aber die hatten wieder so schöne Frühlings- und Sommersachen und wahnsinnig viel Neues reingekriegt und da konnte ich echt nicht widerstehen. Und dann fange ich auch gleich mal an, sonst wird das Video zu lang, weil es sind echt viele Oberteile vor allem und ja, dann hoffe ich, der Haul wird euch gefallen. Dann fangen wir mal mit diesem guten Stück an. Oh, ich habe sie gesehen und mich sofort drin verliebt. Eine Shorts mit Spitze unten dran. Eigentlich trage ich ja so gut wie gar nie was aus Jeans. Ich bin totaler Jeans-Gegner. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde Jeans meistens nicht so schön. Aber die hat es mir richtig angetan, wegen dieser weißen Spitze eben unten. Und ich achte auch sehr auf solche Kleinigkeiten wie dunklere Stellen oder so, wie das dann immer aussieht. Und hinten ist das auch echt hübsch gemacht. Also mir gefällt das richtig gut, wie sie das hier so hingekriegt haben. Und ringsherum eben diese Spitze. Und die ist halt richtig süß gemacht und ja, deswegen, die musste dann doch mit. Dann machen wir weiter mit den Oberteilen. Und das ist eins, was mir auch sofort ins Auge gesprungen ist und ich richtig schön fand, weil es eben so dezente Rosenmuster drauf hat. Und hier steht Forever Dreamer. Und das ist mal so ein süßer Spruch. Und das ist ein auch etwas längeres Shirt. Und ich fand das total süß gemacht und ja, es hat Blümchen, aber nicht zu intensiv. Also ich kann ganz viele Blümchenmuster gar nicht haben, aber das fand ich doch jetzt echt niedlich. Dann habe ich nochmal so eins mit so einer Art Blümchenmuster, also hier so ein Mädchenkopf mit so einem Blumenkranz. Fand ich auch ziemlich süß und ist auch wieder so ein längeres Oberteil und ja, hat mir ganz gut gefallen. Und dann passend zu meiner rosa Phase momentan, habe ich noch dieses süße Shirt hier entdeckt. Erst habe ich gedacht, das wäre so ein Crop-Top-ähnliches, also nicht ganz extrem, aber so ein bisschen. Aber das geht eigentlich. Man kann das auch normal zu einer Hose oder so anziehen. Es hört halt genau beim Gürtel oder Hosenbund eben auf. Und ja, ziemlich niedlich gemacht. Dann habe ich so eine Streifenbluse entdeckt. Die hat so viele dünne Streifen hier und ist aus einem ganz weichen Material. Und unten kann man die so zubinden, aber die ist wirklich lang. Also eigentlich könnte man das auch lassen und in die Hose reinstecken und so. Und das fällt auch relativ locker. Und mit dem Kragen und so, darauf stehe ich ja generell. Ja, kann man verschieden kombinieren. Also eben mit dem Zubinden oder dass man das auch lässt und in die Hose reinsteckt. Finde ich sehr süß. Dann kommen wir zu noch einem Oberteil, wieder mit Blümchen verziert. Das sind jetzt so Margeriten oder so, glaube ich. Und hier steht eben Couture, not war. Ein bisschen komischer Satz, finde ich, aber so das allgemeine Design hat mir eben gut gefallen. Und hinten ist es normal schwarz und vorne eben dieser Schwarz-Weiß-Print. Und ja, fand ich super hübsch. Bei diesem Oberteil hier war ich am Anfang sehr skeptisch, weil das so ein Blumenprint hat, also so Röschen. Und ziemlich viel davon und recht klein. Aber jetzt, wo ich es anprobiert habe, gefällt es mir doch sehr und bin auch froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Das ist auch wieder vorne ein bisschen kürzer und hinten länger. Und ja, auch wieder super schön zum drüber anziehen. Dann habe ich hier so eine Longbluse. Also die geht wieder über den Po und hat wieder geraffte Ärmel, was ich ja sehr liebe. Und ja, hier hinten ist dann nochmal so ein Spitzenbesatz. Und den sieht man auch noch ein bisschen vorne an den Schultern und hat wieder so meine Lieblings-Nude-Rosé-Farbe. Und ja, dann konnte ich es natürlich nicht hängen lassen. Und hier habe ich eher so ein klassisches Stück, was wirklich auch wieder super kombinierbar ist. Schwarz-Weiß ist ja auch so eine große Liebe von mir. Und das ist eine super schöne, lange weiße Bluse, die eben hier vorne so schwarz ist und hier am Dekolleté auch und hinten nochmal an den Schulternblättern diese schwarze Applikation. Und ja, also Klassiker, kann man immer tragen. Dann habe ich mir noch eine Menge an Basic Tops geholt. Einmal sowas Graues hier, wo man auch hinten noch verstellen kann. Und das ist ziemlich lang. Das ist wie so ein Kleid. Also das geht schon über den Po. Aber ich finde das so als Longtop werde ich das benutzen und das ist richtig gut dafür. Dann habe ich mir einmal so eins hier in einem Rosaton gekauft mit weißen Streifen. Das ist so Peach-Rosa. Und fand ich auch ganz süß, ist auch wieder ein bisschen länger. Dann ein ganz schlichtes, nur in einem feinen Rosa. Das gleiche nochmal in so einem mintfarbenen Ton. Dann nochmal so ein längeres Oberteil in so einem sanften Peach-Ton. Und das ist auch wieder länger und langärmlich, also je nachdem braucht man das ja immer noch. Und ich fand die Farbe einfach super schön. Und deswegen auch Peachy musste mit. Und dann nochmal eins mit Streifen.
die aber ein bisschen spezieller sind, weil die eben verschiedene Abstände haben, also dickere und dünnere. Und ja, passt eigentlich auch zu allem, ist auch wieder ein bisschen länger und hat kurze Ärmel. Dann war ich noch bei den Sonnenbrillen und habe mir so eine ausgesucht. Das ist so eine verspiegelte, wo man die Augen des anderen nicht sehen kann. Und das finde ich manchmal richtig cool. Und deswegen habe ich mir so eine mit so einem Silberton gekauft. Dann gab es so super süße kleine Haarspangen. Die mussten jetzt einfach mit, weil die so niedliche Farben haben. Und ja, so kleine Clips kann man sowieso immer gebrauchen. Dann habe ich diese Sachen hier bei diesen Haaraccessoires entdeckt. Das sind kleine Haarbänder, mit denen man sich einen Zopf machen kann. Oder noch besser, man macht sich vorher einen Zopf und macht das dann drüber. Und das kann ich mir bei so einem Pferdeschwanzzopf super schön vorstellen. Und das hat so kleine Herzchen auch noch drauf, also wieder mega niedlich. Und dann war noch ein zweites dabei mit so einem Blümchenmuster. Und dann gab es gleich daneben das hier. Das ist so ein kleines Perlenhaargummi. Also auch wieder so dafür gemacht, dass man sich einen Zopf macht und dann das drüber stülpt. Und ja, mit kleinen Perlchen kriegt man mich sowieso immer. Und ja, das fand ich super niedlich. Dann war ich natürlich auch wieder in der Schmuckabteilung unterwegs. Aber so richtig, wirklich was hat mir da nicht gefallen. Also ich finde diese Primark Statement-Ketten oftmals sehr groß, sehr protzig und... Oh. Es ist mir einfach too much. Also die trage ich dann echt super selten, bis mir da mal eine gefällt. Aber ich habe ein super niedliches Armband gefunden. Und das hat so schöne Pastellfarben in sich. Einmal so ein Mintfarben, dann so ein Rosé, ein lila Fliederton und hier nochmal ein Weiß. Und das ist schon auffällig, aber trotzdem durch die Pastellfarben irgendwie nicht zu sehr auffällig. Und das fand ich super schön. Und ja, dann musste das auch mit. Dann habe ich mir meinen Regenschirm wieder nachgekauft, denn der hat vor kurzem den Geist aufgegeben. Ich weiß, die halten nicht allzu lange. Vor allem die mit diesen schwarzen Rüschen dran scheinen echt oft eine Macke zu haben. Aber für 6 Euro, glaube ich, ja, 6 Euro hat der nur gekostet, wollte ich ihn halt doch wieder, weil er einfach zu süß ist mit diesen Rüschen und diesem süßen Griff. Und ja, den habe ich halt nochmal nachgekauft. Und dann kommen wir zu den letzten zwei Sachen. Das sind zwei Paar Schuhe. Einmal hier so schwarze natürlich wieder mal Ballerinas. Die haben hier seitlich, ah hier könnt ihr es erkennen, solche Ausstanzungen und auf sowas stehe ich ja auch total. Und das in so einem Blümchenmuster. Und vorne sind sie ganz schlicht und schwarz mit einem kleinen Schleifchen und so goldenen Details. Und ja, fand ich super niedlich. Und einmal solche hier. Die sind vorne offen, aber auch nicht zu sehr. Und hier seitlich sind sie auch wieder offen und dann ist das wie so eine Schnalle oder so eine Schlinge hier rum. Die kann man aber nicht verstellen. Und dann ist hier nochmal so eine Art Schleife oder so dran. Und ja, die sind auch total niedlich. Schade, dass man diese Herzchen innen drin, die haben nämlich in dem Innenfutter so weiße Mini-Herzchen, dass man die gar nicht sieht. Das ist voll schade irgendwie. Das wäre auch voll schön, wenn die außen wären. Ja, aber so an sich sind die auch schlicht und passen wieder super zu vielen Sachen. Dann hätte ich fast vergessen, euch noch diese schöne Kerze hier zu zeigen. Allein vom Design gefällt sie mir super. Und dieser Duft mit Vanille und Kokosnuss, oh, ihr müsst daran riechen, die riecht wirklich umwerfend gut. Ja, das war's jetzt mit meinem großen Primark-Haul. Und ich hoffe, da war was für euch dabei, wenn ihr demnächst zum Primark geht oder so. Und dass der Haul euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!